Ich bin der Flemur Schale von der Firma Fokus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 6004 Luzern und gebe einen Matheunterricht. Wir haben den Donnerstag, den 16. September 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 7. Jetzt haben wir hier einen Behälter in dieser Form. Und dieser Behälter, der wird entleert. Ja? Und zwar hier über eine Öffnung. Die Frage ist, jetzt haben wir hier eine XY-Achse. Auf der X-Achse haben wir die abgeflossene Menge. Die abgeflossene Menge, das ist eigentlich gleich, wie wenn wir eine Zeitangabe machen. Ja. Es fließt nämlich immer gleich viel pro Sekunde. Wobei, ich denke, umso höher die Füllhöhe ist, umso schneller fließt das Wasser ab, weil der Druck grösser ist. Wenn wenig Wasser drin ist, dann fließt es weniger schnell ab, weil nicht mehr so viel Druck drin ist. Kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Aber wir gehen davon aus, dass abgeflossene Menge eigentlich nichts anderes ist als Zeit. Ja? Und wir haben auf der Y-Achse haben wir die Füllhöhe. Die Höhe H, ja. Also beim Abfließen kommt ja da Wasser raus und dann ist dort die Füllhöhe, die geht da immer tiefer runter. Füllhöhe, also es fließt immer gleich viel Wasser aus, aber die Füllhöhe wird hier oben weniger bzw. schneller runtergehen als hier unten. Heisst also, die Füllhöhe ist am Anfang hier oben. Hier fangen wir an. Und wir verlieren zuerst relativ schnell an Füllhöhe und nachher verlangsamt sich das und anschliessend wird das Wasser gleichmäßig abfließen. Ja, also ich müsste das vielleicht eher so einzeichnen oder zeichnen. Sowas vielleicht. Und mit dem haben wir die Aufgabe auch gelöst. Das ist 7.0. Es sind vier so Behälter, die wir anschauen müssen und, oder anschauen werden. Und ich werde das in Teilaufgaben aufzeigen. Gut.